So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Corsair. Wir sind in Level 8. Wir haben etwas holprig gestartet, aber jetzt läuft's. Das war richtig gut. Das Schöne ist, wir haben ja, ihr erinnert euch, die Galeone geschenkt bekommen. Und wir haben ein bisschen Geld. Ja, wir können die Kontore, die wir einnehmen, auch wirklich ausbauen. Und wir müssen von unserer momentanen Position, wo wir sind, also hier, nach hier oben. Und was ist zwischen unserer Position und hier oben? Richtig, die ganzen Kontore. Und die werden wir jetzt Stück für Stück einnehmen. Problem ist halt, dass der Wind gegen uns ist und dass wir kein Geld haben. Also jedenfalls nicht so viel, um jetzt wirklich großflächig Schiffe zu kaufen. Guck mal, hey, hat die Brick da gerade 200.000 jetzt? Da bin ich dabei, wa? Die Brick hat 200.000. Entern. Sofort. Das mache ich auch manuell. Das ist mir egal. Ja, 14 gegen 44. Darf ich schätzen, ne? Dass sie es überhaupt versuchen. Ich verstehe auch nicht, warum man nicht automatisch, also warum man den Bot nicht nutzen kann mit dem Corsair. Was soll denn passieren? Ja, verlieren wir den Corsair. Ja, vielleicht auch nicht. Attacke. Also es gibt so ein paar Punkte in diesem Spiel, wo ich echt sagen muss, das hätte man besser machen können. So, wir haben einfach mal 471.000. Hier lohnt es sich nicht, die Festung auszubauen, weil die Festung so weit weg ist. Die würde nicht... Ich glaube, die würde nicht mehr schießen. So, weiter geht's. Wie gesagt, wir machen jetzt hier einmal komplett die Rasierungstour. Wir nehmen alles ein, was hier rumschwirrt. Guck mal da, die haben einfach mal eine fucking Galeone, die Weißen. Geil. Interessiert uns aber nicht. Jedenfalls nicht in diesem Level. Wir werden uns die Weißen, glaube ich, nicht zum Feind machen. Wir machen das hier so. Guck mal, er nimmt eine Fregatte ein. Oder nimmt er das Kontor ein? Ich glaube, der nimmt das Kontor ein mit einer Fregatte. Da müssen wir speichern. Nicht, dass wir da verlieren. Oh, wir haben gewonnen. Ja, geil. Das war echt die Fregatte. Und das Kontor. Ja, geil. Wieder eine Fregatte geschenkt gekriegt. Ja, läuft, danke. Dann könnte es doch sein, dass wir entern gehen. Also, wenn wir eine Fregatte haben. Ich meine, Fregatte ist geil. Guck mal, die Weißen, die kommen nicht klar. Okay. So, weiter. Nee, da nicht. Die Holländer auf jeden Fall. Also, erst unsere Verbündeten sein und dann im nächsten Level wieder unsere Feinde, das geht gar nicht. Das war ja bei den Franzosen auch so. Da hatten wir die Spanier als Verbündeten und dann war es wieder vorbei. Ich weiß nicht. Die Weißen sind kaputt. Durch das N. Immer nichts mehr. Ich kaufe auf jeden Fall erstmal Spione. Zack. Schön einen von Rumpf gebannert. Meins. Ja, ich speichere jetzt aber mal. Sicher, sicher. Ja, so ein Quicksave wäre cool. Aber das gab es ja damals noch nicht so. So, was haben wir als nächstes? Ein Stufe 1 Konto. Okay. Ja, da wohl gewinnt. Ja,
einfach auf das Schiff ab und auf. Ach so, hier unten sind ja auch noch Franzosen. Die habe ich natürlich jetzt vergessen. Ah, ungünstig. Äußerst ungünstig. Naja, egal. Das passt schon. Wenn nicht, segeln wir mal zurück. Wenn es wirklich sein sollte, dass wir hier noch kämpfen müssen. Aber was hat er denn noch? Das da... Ach, er hat da gar nichts. Das sind die Spanier. Ah, guck mal, das sind einfach nur die Spanier da unten. Ja, easy. Dann haben wir die Franzosen wirklich tot. Ja, und die Weißen kommen nicht klar. Warum auch immer. Die Weißen sind kaputt. Was, wir verlieren unser Schiff? Wir verlieren unser Schiff? Wie geht denn das? Das war eine Galeone. Hä? Das war eine Galeone. Wie kann ich die verlieren? Ja, komm, ich habe erst gespeichert. Also das, ich kann jetzt hier nicht bei jedem Konto speichern. Das ist ja doof. Wie haben wir die jetzt verloren? Reparatur beendet. Okay, vielleicht sollten wir doch ein Auge auf unsere Galeone haben. Wir haben noch nie eine Galeone verloren beim Entern. Noch nie. Was ist denn da gerade vorbeigesegelt, dass uns so kaputt gemacht hat? Ah, das ist ein Stufe 3 vor. Eieieiei. Ja, dann weiß ich's. Ein Stufe 3 vor macht uns kaputt, ja. Mal Pech haben. Wir versuchen das nochmal. Wir gehen da oben hin. Vielleicht trifft es dann nicht so gut. Wieso hatten das in Stufe 3 vor? Das ist ja der Kacke. Ja, es trifft schon sehr gut, muss ich sagen. Aber guck mal so, ja. Eine kleine Angriffsfläche. Trifft auch nicht immer. Ja, auf Entfernung ist der Turm ziemlich ungenau. Ja, er trifft nicht. Geil. Toter Punkt. Läuft. Okay, das habe ich natürlich nicht gesehen. Ich habe jetzt nicht auf die Festung geachtet, ja, ob die Stufe 1, 2 oder 3 ist. Also, bin ich jetzt nicht von ausgegangen, dass das Konto und Stufe 2 Festung ist. Aber gut. So. Haben wir? Das Ding hat auch eine Stufe 3 Festung. Okay, neue Taktik vom Gegner, ne? Festung ausbauen. So, wo ist die Korvette? Weil die Galeone gerade mal 4000. So. Jetzt haben wir das Problem, dass die Festung zu Stufe 3 ist. Ich versuche dem wieder ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Aber ich liefere ihnen natürlich jetzt die komplette Breitseite. Treffer, Treffer. Treffer, Treffer. Ja, scheiße. Komplett so hingestellt, dass er auch wirklich trifft. Fuck. Ah, gerade so, gerade so. Alles gut. Ja, was sehe ich denn damit weg? I. Pfui, brauche ich nicht. So, Hammer. Jetzt soll ja aber da dran kommen. Okay. Machen wir. Guck mal, die Spanier haben eine Fregatte. Haben wir gerade erblickt.
Guck mal, da auch. Irgendwie kommen die auf die... Ah, ich verstehe. Die wollen von der Position aus nach Abadan. Und das schaffen sie nicht, weil sie auf die Map-Architektur wieder nicht klarkommen. Schön. Habe ich eigentlich Waren an Bord? Nee, schade. Guck mal da, die Neptun, die schnappen wir uns. Hat er das jetzt gemacht oder hat er nur angreifen genommen? Ja, guck mal, er ist feindlich mit den Holländern. Zack, unseres. Ja, hat 265.000 an Bord. Schön. Da haben wir ein Problem. Ja. Wir haben 200 irgendwas verloren. Sehr schön, was ist das? Es scheint, als hätten die Piraten beschlossen, dass diese Hochzeit nicht stattfinden soll. Sie haben uns mit dem Tod gedroht. Sie wollen mich und die Tochter des Gouverneurs umbringen. Verhindern Sie, dass die Piraten während der Zeremonie und Abadan an Land gehen. Ja, geil. Ja, geil. Ich habe nicht gespeichert. Ja, geil. Das verlieren wir doch wieder. Das verlieren wir doch wieder. Ich habe ja nicht mal angedockt. Ich habe einfach nicht mal angedockt. Ich bin einfach nur in die Nähe gesegelt. Wie soll ich denn das jetzt wieder verhindern? Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch richtig kacke. Mann. Dann stelle ich mich da hin. Dann kommen die ja eigentlich nicht durch, oder? In dieser Enge da? Wenn ich da hingehe? Ich sehe die schon auf der Map. Ja, sehr gut, da komme ich mit klar. Entert das Schiff, genau. Das ist kein Problem. Das ist absolut kein Problem. Da gehe ich voll mit, solange die nicht andocken. Ich habe nämlich nicht gespeichert, ey. Wenn die da andocken, dann muss ich wieder von irgendeiner Position anstarten. Habe ich keinen Bock drauf. Ja? Feuer frei. Okay, da kommen noch mal ein paar. Aber kleine Kackschiffe. Guck mal, die Galeone. Mann, gut, dass wir die Weißen nicht zu unserem Feind gemacht haben. Ich glaube, die Weißen sind Kaufleute oder so. Ja, komm, dann geht die Galeone, nehme ich mal nach vorne. Die hatten mehr Manpower. Ah, ich entere die Weißen. Das will ich nicht. Scheiße! 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 Da ist ein Pirat durchgekommen. Ah, fuck! Scheiße! Ja. 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 Das hat nicht funktioniert, oder? Ja. Ah, ich hab nicht gespeichert. Wo hab ich denn aufgehört? Ja, das ist mir ein Stück zu weit weg. Äußerst ungünstig. Ich kann auch nichts bauen. Ich kann auch einfach mal nichts Vernünftiges bauen. Ja, ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Ich habe schon verkackt. Das ist eine verzwickte Situation hier. Okay, ich muss also sofort in Position gehen. Das kriege ich hin. Aber danach hört's auf. Feind in der Nähe unserer Küsten. So. Wir sind in Position. Da kommen sie auch schon. Ja. Ja. Sehr gut. So spiele ich das Spiel weiter. Okay. Wenn das funktioniert, dann bin ich zufrieden. Ich knall die ab, ich will ja nicht entern. So, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus.
Ja. Ja, sehr gut. Das gefällt mir. So kann ich arbeiten. Ist die Frage, wie viel kommen jetzt noch? Das ist halt das, wenn du nicht weißt, was kommt, ja. Ich konnte jetzt natürlich nicht wissen... Ey, da kommen wir wieder. Ich konnte jetzt nicht wissen, dass wir nur in die Nähe der Grafschaft segeln müssen und schon startet die Plot-Mission. Das wusste ich nicht. Das hätte ich mir auch nie irgendwie so gedacht. Sonst hätte ich ja von vornherein Schiffe gebaut. Ich meine, das funktioniert jetzt echt gut mit der Korvette und der Galeone hier so als Blockade. Einmal frei. Ich weiß gar nicht, Munition und so. Spielt keine Rolle, oder? 110. Ach, 2000. Easy. Da sind wieder welche. Oh, guck mal, das macht die Festung schon alleine. Cool. Sehr geil. Sehr geil. Schön, 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 schön. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele noch kommen, aber wenn es nur eine kleine Kackschiffe bleiben, dann ist alles gut. Wird es was Größeres, haben wir ein Problem. Was haben wir da? Die Galeone. Wäre ja ein Versuch wert, aber ich weiß halt nicht, was noch kommt. Ich glaube ja mal, dass hier noch schon wieder Schluss ist. Beweg dich doch nicht! Wieso segelst du weg? Oh, das glaube ich jetzt nicht. Wieso ist der denn abgehauen? Idiot! Mann, haut der ab. Das Ding war so safe, Mann. Das war so safe. Feind in unseren Gewässern. Mann, Mann, Mann. Ich habe natürlich wieder nicht gespeichert, weil ich von ausgegangen bin, dass jetzt alles gut ist. Und dann segeln die weg. Segeln die einfach weg von ihrer Position. Das gibt's doch gar nicht, ey. Alles musst du selber machen hier. Du darfst nichts den Computer überlassen. Das ist echt so. Die KI ist dumm. Jetzt wird das Spiel langsam wieder nervenaufreibend. Wieso triffst du denn nun den nicht? Ja, ich mach das auch manuell. Ich bin mal auf die letzte Mission der Engländer gespannt. Also die letzte Mission der Franzosen war ein bisschen knackig. Da erinnere ich mich noch, mit den Korsaren. Gucken, wie das hier wird. Ah, scheiße, jetzt habe ich den Korsaren bewegt. Das will ich nicht. Ja, wenn ich so ein hässliches Schiff hier entern musste. So. Feind in unseren Gewässern. Und hier von den Kackschiffen können wir noch... Der ist durchgekommen! Ah, nee, jetzt wird's langsam nicht mehr schön. Feind in unseren Gewässern. Der bewegt sich! Warum bewegt er sich? Ich fass das nicht. Ich mach mich fertig in dem Level. Ich sag's nicht. So, Fregatte ist auch da. Alles gut. Das machen wir jetzt noch zu Ende. Scheißegal, wie lange das jetzt dauert. Ja, das mache ich nächstes Mal nicht hier nochmal. Ja. Ja, er bewegt sich schon wieder. Beweg dich doch nicht. Kann ich dem das nicht sagen, dass er auf der Stelle stehen bleiben will? Das ist doch scheiße so.
Was ist das hier überhaupt? Flucht, wenn Schäden 100%. Ja, sehr gut. Flucht, wenn 100% Schaden erreicht. Ach, das könnte man ja auch mal nutzen, ne? Das hier, hauen die dann ab? Segeln die dann zurück zu irgendeinem Konto? Haben wir noch nie benutzt? Jetzt ist aber auch langsam echt mal gut hier. Wie viele kommen denn noch? Jetzt ist aber wirklich langsam mal gut, ey. Vor allem sowas startet einfach so, ohne Vorwarnung. Das ist so krass. Und jetzt müssen wir langsam wieder auf safe spielen, ja. Also wirklich richtig so spielen, dass uns nichts passieren kann. Das heißt, bevor wir eine Plot-Mission machen, wirklich alles clean machen, ne? Und am besten 2 Galeonen mitnehmen. Weil ansonsten bist du echt am Arsch hier. Sieht man ja. Ich meine, das geht, wir kriegen das irgendwie hin, aber es ist echt nicht so schön. Guck mal, Spanien hat auf jeden Fall 2 Fregatten, das ist nicht so gut. Ey, dieses laufende Speicher geht mir auch ein bisschen auf die Nerven, aber es gibt halt kein Quicksave. Und ich habe schon so oft verloren hier in dieser Mission. Beweg dich doch nicht, warum bewegst du dich? Das Gute ist halt echt, dass wir eine Galeone haben, ey. Eine Galeone, die reißt das alles raus. Boah, ey, das ist aber auch echt mal langsam gut hier. Jetzt wird es langsam anstrengend und nicht mehr schön. Beweg dich doch nicht. Du bist das einzige Schiff, was sich auch nur ansatzweise irgendwie bewegt. Warum? Bewege dich nicht. Du sollst einfach nur auf der Stelle stehen bleiben. Das ist doch nicht so schwer, oder? Komm, ich stell dich auch dahin. Was muss ich denn machen, damit du stehen bleibst? Oh, das geht nicht. Was ist denn jetzt? Alter, der hat eine Galeone. Da gehe ich mit. Da gehe ich mit. So nicht. Mission abgeschlossen, dann gehe ich da nicht mit. Okay. Sehr schön. Mission 9. Wir besitzen viele wichtige Handelskontore in dieser Region. Die Franzosen haben jedoch beschlossen, unseren Handel zu behindern. Sie haben eine Festung in Mempawa erbaut, die in dem Ruf steht, uneinnehmbar zu sein. Wir müssen die Festung zerstören und von dem Handelskontor Besitz ergreifen, um uns die Vorherrschaft in dieser Region zu sichern. Kontext. Okay, Leute. Das war's für heute. Es war ein äußerst anstrengendes Level. Muss ich wirklich sagen. Also das hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt in Mission 9 mittlerweile. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie viele Missionen die Franzosenkampagne hatte. Ich glaube, ich gucke da gleich mal nach. Ich glaube 12 oder 14. Ich weiß es echt nicht mehr. Also wir sind schon sehr gut unterwegs. Aber langsam wird es wirklich schwer. Also die letzten beiden Missionen waren knackig. Wir müssen uns jetzt ein bisschen besser vorbereiten. Das heißt, wir müssen in den nächsten Missionen, also in der jetzt, wirklich auch mal vorbereiten. Also das heißt, dass wir Galeonen bauen. Ja, dass wir mit 2 Galeonen erobern und 2 Galeonen in der Rückhand haben. Und dann die Kontore ausbauen. Und so weiter. Machen wir das nächste Mal. In dem Sinne, bis dann, tschüss.